Hallo und willkommen zu diesem Video zum Thema Hesse-Matrix. Ein neuer Begriff meint einfach die zweite Ableitung einer Funktion mit mehreren Argumenten. Hier sehen wir die entsprechende Definition. Wir machen also das, was wir schon für die Ableitung erster Ordnung gemacht haben, nochmal für die Ableitung zweiter Ordnung. Wir nehmen einfach partielle Ableitungen nach x1 bzw. nach x2. Und weil wir schon zwei partielle Ableitungen erster Ordnung haben, ergeben sich dann insgesamt vier partielle Ableitungen zweiter Ordnung und die schreiben wir dann in eine sogenannte Matrix, Hesse-Matrix, zusammen hin. Wie schaut das im Detail aus? Wir haben dann einmal das Element, was wir auch f'(11) nennen, also die zweite Ableitung von f zweimal nach x1 abgeleitet. Da bilden wir zunächst die partielle Ableitung nach x1 und leiten dann nochmal partiell nach x1 ab. Kann man verkürzt auch schreiben als d2f dx1 Quadrat. Das Analoge haben wir hier unten, wo wir zweimal nach x2 ableiten. Und dann haben wir unten links und oben rechts noch den Fall, wo wir zuerst nach x1 und dann nach x2 ableiten oder zuerst nach x2 und dann nach x1 ableiten. Und die schreiben wir einfach alle vier in die Hesse-Matrix rein. Die zweite Ableitung ist also auch wieder eine Funktion. f2' von x ist eine Funktion, bestehend aus vier Einzelfunktionen, bestehend eben aus diesen vier partiellen Ableitungen. Schaut in dieser abstrakten Notation immer ein bisschen wild aus, wenn man das alles auf eine Folie schreibt. Wir sehen aber gleich in den Beispielen, dass es in der Umsetzung nicht besonders schwer ist. Es kommt dabei noch etwas hinzu für diese Diagonalelemente. Wenn nämlich die zweiten partiellen Ableitungen stetig sind, was der typische Fall ist, den wir bei den Funktionen haben, die für uns in wirtschaftswissenschaftlichen Anwendungen relevant sind, dann sind diese beiden partiellen Ableitungen gleich. Das heißt, es macht keinen Unterschied, ob ich zuerst nach x1 und dann nach x2 ableite oder zuerst nach x2 und dann nach x1. Mit anderen Worten, die Hesse-Matrix ist immer symmetrisch, sofern die Ableitungen eben stetig sind, weil oberhalb und unterhalb der Hauptdiagonalen das Gleiche steht. Schauen wir uns das einmal für ein ganz konkretes Beispiel an. Man bestimme die Hesse-Matrix der Funktion f von x1 und x2 gleich 2 mal x1 mal x2 hoch 3 minus x2 zum Quadrat plus 5 mal x1 minus 7 an einer ganz konkreten Stelle a gleich 1, 2, wo also x1 gleich 1 und x2 gleich 2 ist. Dafür rechnen wir uns jetzt zunächst mal die partiellen Ableitungen nach x1 und x2 aus, die beiden partiellen Ableitungen erster Ordnung. Machen wir das, also partielle Ableitung nach x1 wird so getan, als wäre x2 ein konstanter Faktor. Haben wir hier also etwas x1 mal den Faktor 2 mal x2 hoch 3, das x1 fällt weg. Dieser Term hängt überhaupt nicht von x1 ab, fällt komplett weg. Der Term, wenn ich nach x1 ableite, ergibt 5 und die minus 7 fällt wieder weg. Das ist also die partielle Ableitung nach x1, ist dann hinterher nur noch eine Funktion, die von x2 abhängt. Beim Ableiten nach x1 ist x1 weggefallen. Das muss nicht so sein, ist aber hier in diesem konkreten Fall so. Dann machen wir dasselbe für die partielle Ableitung nach x2. Wir tun also wieder so, als wäre jetzt x1 der konstante Faktor, 2 mal x1 ist irgendeine Konstante. Wir leiten nach x2 ab, bekommen wir 3 mal x2 zum Quadrat dazu. Das sind dann 6 mal x1 mal x2 zum Quadrat in Summe. Dieses hier wird minus 2 mal x2 und der Term fällt weg, hängt nicht von x2 ab und der fällt ebenfalls weg. Und hier sehen wir, die partielle Ableitung nach x2 ist dann sogar noch eine Funktion, die immer noch von beiden Argumenten x1 und x2 abhängt. Schreibt mir also hier das Ganze nochmal etwas platzsparender und sauberer auf die Folien hin. Im nächsten Schritt bilden wir dann die partiellen Ableitungen zweiter Ordnung, indem wir beide partiellen Ableitungen erster Ordnung nochmal nach x1 ableiten und dann nach x2 ableiten. Fangen wir mit x1 an, haben also die
partielle Ableitung zweiter Ordnung, 2 mal nach x1, also diese Funktion wird nochmal nach x1 abgeleitet, hängt aber gar nicht mehr von x1 ab, ist also alles eine Konstante, abgeleitet ist das dann 0, sind wir schon fertig. Und dann bilden wir diese partielle Ableitung zweiter Ordnung, wo wir zunächst nach x2 und dann nach x1 ableiten, müssen also diese Funktion nochmal nach x1 ableiten, dann haben wir x2 Quadrat wie eine Konstante, die bleibt stehen, 6 mal x2 zum Quadrat und x1 abgeleitet fällt dann weg. Und minus 2 mal x2 hängt nicht von x1 ab, fällt also beim Ableiten auch weg. Dann bilden wir die beiden partiellen Ableitungen nach x2. Nehmen wir also zuerst die Ableitung nach x1 und danach nach x2. Dann bekommen wir hier 6 mal x2 zum Quadrat und plus 5 fällt weg, ist eine Konstante. Und dann sehen wir schon, diese beiden partiellen Ableitungen sind beide gleich. Und das ist kein Zufall, wir haben hier eben stetige partielle Ableitungen und deshalb spielt die Reihenfolge keine Rolle, ob wir zuerst nach x1 und dann nach x2 ableiten oder umgekehrt. Hätten wir also gar nicht beides ausrechnen müssen. Dann bilden wir noch die zweite partielle Ableitung zweiter Ordnung zweimal nach x2, müssen dieses hier also nochmal nach x2 ableiten, bekommen wir die 2 nach vorne, haben wir 12 mal x1 mal x2 und da bleibt noch die minus 2 übrig. Und diese vier Funktionen, die schreiben wir uns dann in unsere Hesse-Matrix rein. Grundsätzlich könnten alles vier Funktionen sein, die immer noch von x1 und x2 abhängen, so wie das hier bei diesem Element der Fall ist. Es kann aber sogar sein, dass es von keinem mehr abhängt. Ja, das kommt eben auf den konkreten Funktionstyp an. Also hier auf den Folien auch nochmal die vier partiellen Ableitungen hingeschrieben und alles zusammengesammelt in der Hesse-Matrix F2', was eben eine Matrix von vier Funktionen ist. Und jetzt müssen wir das Ganze noch einsetzen und sollen das ausrechnen an der Stelle 1, 2. Das war ja hier oben in der Angabe gegeben. Naja, die 0 bleibt die 0. Dann 2 zum Quadrat ist 4 und 4 mal 6 ist 24. Kommt auch hier unten raus. Und da unten haben wir stehen 1 mal 2 ist 2 mal 12 ist 24 minus 2 ist 22 und damit haben wir dann also die Hesse-Matrix komplett ausgerechnet an dieser konkreten Stelle 1, 2. Einsetzen kann man dann diese partiellen Ableitungen zweiter Ordnung für das Gleiche, wofür man sie auch im Eindimensionalen einsetzt, zum Beispiel bei der Optimierung, um festzustellen, ob eine Funktion nach unten offen ist oder nach oben offen ist. Und das werden wir uns dann in nachfolgenden Videos noch genauer anschauen.